wie du in Google Search Console einem anderen User, zum Beispiel mir, wenn wir zusammenarbeiten in der Suchmaschinenoptimierung, Zugriff gibst auf deine Search Console. Hier sind wir eingeloggt in einem Search Console von einer kleinen Website. Hier siehst du dann Links Settings und hier Users and Permissions. Falls du das ganze Google-Universum in Deutsch verwendest, entsprechend auf Deutsch, aber genau gleich, hier klickst du und hast die Möglichkeit, zusätzliche Benutzer zu erfassen. Hier Add User und hier musst du jetzt die Google-E-Mail-Adresse wissen dieser Person. In meinem Fall sam@samsteiner.net. Das ist die E-Mail-Adresse, mit der ich die Google-Dienste nutze dafür. Und hier hast du die Möglichkeit, 3 Stufen von Berechtigungen auszuwählen. Owner, das heißt Besitzer. Also das ist selten mal nötig. Eher vielleicht, wenn du eine Website übergibst oder verkaufst. So. Sonst eigentlich praktisch nie. Voll ist voller Zugriff, alle Einstellungen und so weiter. Das ist auch eher selten der Fall. Manchmal, wenn wir zusammenarbeiten und ich auch ein bisschen tiefer eingreifen soll, dann ist das nötig. Aber in der Regel reicht Restricted. Das ist also vor allem lesender Zugriff auf deine Search Console. Wählst du also hier Restricted. In der Regel reicht das und sonst besprechen wir das in unseren Calls. Und dann unten rechts Add. Ich kann mich jetzt nicht hinzufügen, weil ich schon drin bin. Aber die ganze Geschichte ist dann fast erledigt. Ich erhalte dann eine Einladung per E-Mail, dass mich jemand hinzugefügt hat. Dann kann ich klicken und diese Search Console Property anschauen in meinem Google Search Console. Also super einfach, unten links Settings und dann Schritt für Schritt durchgehen.